Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Flatex. Anlegen bei den Profis. Liebe Zuschauer, willkommen zum Trading-Tipp. Ja, das ist ja nochmal gut gegangen gestern Abend. 20 Uhr gab es ja die Protokolle der Federal Reserve. Gar nicht mal so gut ausgefallen. Aber dann 22.20 Uhr Nvidia. 6% im Plus. Alle Prognosen top getroffen. Und deshalb sieht der Markt auch heute gut aus und die Stimmung ist auch gut an den Börsen. Und zwar auch bei Infineon. Ja, die letzten Wochen und Monate waren ja relativ schwierig. Man hat sich immer, wie Sie es sehen, in einem absoluten Seitwärtstrend bewegt. Ja, denn jetzt hier Anfang, Mitte Mai gab es ja dann die Analysten- und Anlegerkonferenz. Und da hat das Management dann nochmal ganz klar gesagt, diese Talsohle bei Nvidia, ja, auch kostentechnisch, sei durchschritten, man sei für die Zukunft jetzt weitaus positiver gestimmt. Da kam ja dann auch dieser gute Anstieg. Wir bewegen uns jetzt hier in einem Bereich von, ja, knapp 38 Euro. Und jetzt mit den, wir sehen es heute Morgen, wir sind jetzt schon 3% im Plus. Leider etwas stärker, als ich dann doch gedacht hatte. Aber trotzdem weiterhin gut. Wir bewegen uns natürlich jetzt weiter auch nach oben. Nvidia hat jetzt einen Aktiensplit von 10:1 angekündigt. Das heißt, die werden wahrscheinlich in Zukunft dann auch nochmal gut ansteigen. Man hat ordentlich Kursziele angehoben, ja, von 1.000 auf 1.300 Dollar bei Nvidia. Und da wird Infineon mit Sicherheit auch stark von profitieren. Da gehen wir von aus. Erstes Ziel jetzt also hier über diesen Widerstand bei 38. Und dann geht es natürlich hier, ja, haben wir auch nochmal die 38. Und dann hier nach oben, das ist dann der Bereich von 40 Euro. Das sind dann jetzt also quasi unser nächstes Ziel, erstmal dann diese 40 Euro dann zu erreichen. Wir blicken einmal auf den Schein, ein Faktor-Long-Zertifikat von unserem Partner Morgan Stanley. Wir haben die MF1GG2377, kostet das Ganze mit einem Stopp von 3,35 Euro, mit einem Faktor von 3. Gestern Microsoft hat auch profitiert, Aktie plus 0,44% im Handel, ja, ganz knapp. Gut, neues Allzeithoch haben wir jetzt nicht erreicht. Wir blicken mal auf den Schein, was sich da groß getan hat. 12,83 Empfehlung, aktuell 13,17, das ist doch schon mal in Ordnung. Ich denke mal, da kann man schon mal fast den Stopp auf Einstandskurs, ja, zurückziehen. Das heißt, man hat den Spread, sollte man eigentlich schon mal verdient haben. Und ich hatte es erwähnt, Infineon und Microsoft, beide absolute Profiteure natürlich von Nvidia. OpenAI, Microsoft-Beteiligung, Nvidia, OpenAI profitiert von Nvidia. Das ist alles connected. Die ganzen riesengroßen Konzerne sind alle miteinander connected. Heißt also, das sollte also gut für die Zukunft positiv aussehen. Ich danke Ihnen, wir sehen uns morgen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Flatex. Anlegen bei den Profis.